Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Diesmal mit der wunderschönen Benham geht es mal wieder los in Ranked. Wo auch sonst. Radar, bei ihm ging das nicht vorhanden. Kein CV. Ist ja schon mal nicht so verkehrt. Jetzt müssen noch die Torpedos treffen, ne? Vor allem muss das gegnerische Team jetzt zu A fahren. Mal gucken, wa? Generell drei Schlachtschiffe. Könnte eine schöne Runde werden. Mit ein bisschen Glück. Mal gucken, wa? Hauptsache gewinnen, das wäre ganz nett. Bisschen Stahl abgreifen. Also mit Motorboost und Skill. 44,5 Knoten. Vollkommen okay. Ja. Torpedos sind auch schon nachgeladen. Das ist echt geil bei dem Schiff, ey. So viele Torpedos in der kurzen Zeit. Sau, sau stark. Bin ich auch sehr froh, die Benham zu besitzen. So, Neustrachimi ist ja auch Ruprecht. Mal gucken, ob da drüben gleich was aufgeht. Ein schneller DD. Mogador könnte das sein, die schon bei A drin ist. Mogador geht auf jeden Fall weit vor mir auf. Z46 war, glaube ich, auch bei 5,9, wenn nicht sogar bei 6. Geht der Kasa, weiß ich auch nicht mehr. Zu lange her auf jeden Fall. Aber ich glaube auch sehr ähnlich. Ist um die 6 bis auf die Mogador. So, wollen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Torpedos rüberwerfen. In der Hoffnung, dass der DD reinfährt. So, die nächsten machen wir dann doch gezielt auf die Jordan. Dreht jetzt auch ab, ne? Schade. So, hinten, wo ist der DD lang gefahren? Okay. Ah, guck mal, da kommt noch ein Ruprecht. Und da mal die Mogador. Gilli Dokili. Ah, solange wie ist sie noch spotte und nicht aufgehe, ist das. Perfekt. Ah, schon wieder ganz schön schüssig kriegt. So, Ruprecht, fährst du immer wieder geradeaus oder drehst du wieder um? Hier mal einen breit gefächerten, falls die Mogador noch nach rechts abbiegen will. Ja, sieht fast so aus, ne? Ist jetzt eigentlich dagegen? Okay. Und wieder drehen. Ein bisschen. Oh, hallo. Bisschen aufpassen, dass ich hier nicht aufgehe von der Ruprecht. Und sonst drehen und Torpedos werfen. Spotten, drehen, Torpedos werfen, spotten, drehen, Torpedos werfen. Das ist die Aufgabe der Benne. Ein bisschen Glück funktioniert das ja auch ganz gut. Torpwinkel ist jetzt zur Ruprecht nicht ganz so geil. Könnte auch gut ausweichen. Noch rumkomme. Besseren Torwinkel. Wie komme. Georgia dreht weg. Nicht cool, nicht cool. Ah, die Seite ist auch gleich wieder nachgeladen hier. Ja, ich muss bei Vollgas bleiben, um nicht aufzugehen. Dreht die Ruprecht jetzt nochmal ein oder nicht? Oh ja. Ich rechne jetzt damit mal.
Komm schon! Ah, Torpedo, Winkel ist halt echt so eine Sache. Ne? Spitz auf Schiffe Torpen ist halt nicht ganz so cool. Oh, mal einmal bitte wieder unsichtbar werden. Immerhin ein Treffer. Torpedo ist auf jeden Fall. Ne, Torpedo-Glück ist auf jeden Fall noch nicht auf meiner Seite. Schon. Wart nach. So. Mal schauen, dass wir jetzt zumindest A eingenommen kriegen. Vielleicht hätten die Musashi ein bisschen ärgern. Geht schon wieder rein, wird mich jetzt aufmachen, genau. Die fährt ganz gut, die Ruprecht. Kann auf jeden Fall sehr gut Torps ausweichen. Schon. Reicht echt gut aus, ne? Gerade mal zwei Top-Treffer. Auf jeden Fall komme ich jetzt auch irgendwie nicht mehr an A ran, solange wie die Ruprecht mich da verfolgt. Jetzt ist sie down, sehr gut. Naja, gut. Ah, jetzt komme ich hier nicht mehr rechtzeitig an die Insel rum. Um die Musashi torpen zu können. Motorboost braucht noch ein bisschen. Oder? Doch, sie dreht ein. Oder bleibt stehen, ne? Was macht die Musashi da? Okay. Ja. Hat ja recht. Ich muss cappen. Mogador, fährst du jetzt eigentlich Richtung A oder? Weiß man noch nicht so genau, ne? Sie wird wohl eher wegfahren von B. Rechnet bestimmt damit, dass ich A einnehmen will, ne? Immerhin. Oh. Hallöchen! Das war sauknapp. Das war sauknapp. Glück ist eine feine Sache, ne? Immer noch offen. Jetzt darf die Kita Kase bloß nicht schießen, ey. Oder beziehungsweise mich nicht treffen. Oh, Motorboost, zeig, was du kannst. Leben. Ein Glück, da habe ich Leben geskillt mit der Benham, ne? Ihr hat ja so wenig Leben. Auch mit dem Lebensskill.
Und mal gucken, ob die Kita Kase noch so lange lebt, dass ich hier noch meinen Punkt einnehmen kann. Sieht aber eher nicht so aus. Die Kita Kase wird da gleich sterben. Und damit ist die Runde vorbei. Genau. Na ja, gut. Immerhin erfolgreich die Musashi rausgetorbt und mit ein bisschen Glück die Mogadore anschließend. Und schauen wir mal, was das Ganze so in der Teamwertung ausmacht. Boah, nicht viel, ne? Nicht viel. Da hätte ich jetzt mal den Punkt eingenommen. Oh, Entschuldigung. Dann wäre es schon wieder deutlich besser gewesen. Aber das ganze Team hat sehr gut gespielt, ne? Echt eine feine Sache. Ist hier eigentlich noch irgendwo die Schaden durch Aufklärung? 30.000 durch Spotting? Naja, war nicht okay. Ne? Anfangs ein bisschen Pech mit den Torpedos gehabt gegen die Ruprecht. Und 9 sind es dann zum Schluss noch geworden. Ich glaube, 2 waren es bei der Ruprecht. Ne? Der Rest ist alles in die Musashi reingegangen. 45.000 hat sie gefressen. Na, guck mal, trotzdem 30.000 müssen ja auch dann 3 Tops gewesen sein, ne? Auf jeden Fall hat es gereicht. Und jo, dann kann man ja nur ganz kurz den Kapitän zeigen. Aber es sollte bei der Benham klar sein, ne? Wie man die Benham fährt. Eine volle Lotte auf Torpedos. Alles andere macht hier gar keinen Sinn. Hier nochmal zum Glück das Leben geskillt, denn nur das hat mir jetzt gerade den Arsch gerettet. Ja, sollte ganz logisch sein. Ansonsten könnte man Läufige geschmiert weglassen und dafür noch das hier mitnehmen. Wäre auch okay. Auch gar nicht so verkehrt von der Sache her. Aber so wie eben zum Beispiel, wenn man doch mal an den DD gerät und da ein bisschen rumballern muss, ist es schon geil, wenn die Türme halt schnell da sind, wo sie hingehören. Ne? Und so funktioniert es bei mir zumindest ganz gut. Hab sie ja schon seit einer Weile, wie man hier sieht, 1,6 Millionen EP habe ich auf den Kahn. Und ja. Immerhin eine feine Sache mit ein bisschen Glück. Boah, nun gut. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, ne? Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.